So, wir starten dann jetzt den zweiten Teil der Einstimmung auf die LOSCON 22. Der erste Teil war heute Morgen mit den Vorträgen oder heute Mittag mit den Vorträgen. Und jetzt folgt gleich die Lightning Talks, jeweils nur immer 5 Minuten. Aber vorher wollen wir ganz gerne wissen, wer alles hier ist. Und deshalb wollen wir jetzt die Vorstellung starten. Danke. Ja, Vorstellrunde machen wir Barcamp-mäßig. Und bei einem Barcamp wird bei der Vorstellrunde der Name gesagt. Wir bitten euch auch, die Organisation zu nennen, von der ihr kommt. Und dann bitte maximal 3 Stichworte, die euch heute durch den Kopf gehen. Also 3 Stichworte, die können morgen ganz anders sein. Das ist das, was euch heute gerade beschäftigt. Und ja, man kann sich nicht alle Stichworte merken, aber so das eine oder andere Stichwort könnte für andere interessant sein. Und die werden dann genau gucken, wer hat es gesagt, und vielleicht können wir uns danach ein bisschen darüber unterhalten. Das ist der Sinn der vielen Stichworte. Ja, und wir fangen einfach mal an mit den Online-Teilgebenden. Und wir sind ja eine hybride Veranstaltung, deshalb machen wir das immer schön abwechselnd. Immer erst so 7, 8 Online-Teilgebende und dann hier so ein Tisch, der auch so 7, 8 Leute hat. Und dann wechseln wir mal hin und her, denn wir wollen alle gleichberechtigt behandeln hier auf dieser Veranstaltung. Ja, vielleicht ich mache es ganz kurz vor und den Online-Teilgebenden. Ja, die Online-Teilnehmenden bitten wir, einfach die Hand zu heben, wenn ihr eure Vorstellung kurz machen wollt. Und Simon wird euch dann kurz aufrufen, sodass es nicht so lange dauert. All die, die ihr Hand gehoben haben, sind bereit, ihr Mikrofon freizuschalten und dann gleich loszulegen. Wäre auch ganz schön, wenn ihr die Kameras anhabt dazu. So, ja, mein Name ist Karl-Heinz Pape, Organisation Corporate Learning Community. Und meine Stichworte sind lernende Organisation und Liegeradfahren. So, und dann starten wir. Sehr schön, genau. Ich habe die gehobenen Hände. Wir machen immer 8 und dann die Tische hier. Die erste wäre die Anni Greinberg. Ja, hallo. Kann man mich hören? Perfekt, ja. Laut und klar. Genau. Also Anni Greinberg von der Siemens AG, DI Factory Automation. Stichworte für mich sind Berge und Wandern, lernende Organisation und Siemens, die My Learning World. Sehr gut, dann haben wir den Patrick als zweites. Ja, Bernardi. Patrick Bernardi vom Bundesministerium der Verteidigung, wie man an der Uniform auch gut sehen kann. Ja, Wissensmanagement im Geschäftsbereich. Und unser Thema ist unter anderem Wissensmanagement in der Digitalisierung, aber auch lernende Organisation, agile Organisation. Sehr gut, danke dir. Dann habe ich den Nicole als nächstes, unseren Online-Buddy, wenn ihr irgendwie Fragen habt zu Online oder Problemen. Nicole, Fragen? Genau, hallo zusammen. Das Whiteboard geht auch auf meine Kappe. Ich arbeite bei der Hauptakademie, bin im Bereich Corporate Learning unterwegs, deswegen auch das als Hashtag Learning Influencer und Curious by Default. Danke. Dann habe ich die Friedrun Grupp oder den Friedrun. Ja, hallo, Friedrun Grupp. Ich arbeite bei der Diconium Strategy und meine Schlagworte sind Knowledge Management und Enabling Organizations to Grow, also wachsende Organisationen unterstützen, und gute Laune und Sonne. Danke dir. Dann habe ich die Annette Mehes als nächstes. Hallo. Ja, Annette Mies. Ich komme aus Ingolstadt, arbeite bei Audi und meine 2 Hashtags sind Werden ist besser als Sein und lebenslanges Lernen, weil das resultiert daraus. Also sie hat ja einen so schönen Hintergrund, den können wir hier gar nicht bieten. Ne? Aber ja. Ich auch gerade sagen. Ja, ich muss ein bisschen mithalten da mit euch. Exzellent, sehr gut. Dann haben wir noch den Boris und dann gehen wir erstmal vor Ort an den Tisch. Ja, super. Hallo, vielen Dank. Hallo in die Runde. Boris Georgiev ist mein Name von der DATEV EG. Und meine Hashtags sind zum ersten Mal dabei sein, ist alles. Und New Learning. Da habe ich ein bisschen auf eure Karte gelupscht.
Sehr gut. Danke dir. Dann, wo legen wir los vor Ort? Dann machen wir jetzt, beginnen wir beim ersten Tisch. Carsten. Ach schon, komm, mach den nächsten. Carsten Ehm, Siemens AG, habe euch schon viel Zeit gestohlen. Psychologie, Software und Wissensmanagement natürlich. Harald Lauritsch oder HD einfach, Siemens Healthineers. Und meine Hashtags heute sind Wachstums- und Entfaltungsräume und Theorie U. Ja, dann bleiben wir gleich beim Harald. Harald Schirmer, Continental AG, VUCA Rocker und Digital School Story. Man kann nie früh genug anfangen. Sehr gut. Ihr merkt schon, wenn ihr das Mikrofon ungefähr immer gleich mit Abstand hält, dann bleibt der Ton ungefähr gleich laut. Ja, mein Name ist Anja, ich bin von der AOK Nordwest und meine Hashtags sind selbstorganisiertes Lernen und das digitale Wanderabzeichen. Hallo, ich bin die Anna, ich bin Trainingsdesignerin und meine Hashtags sind Trainingsdesign braucht Knowledge Management und Wandern. Ich bin die Mela von Siemens Healthineers, meine Hashtags sind Passionate Learner, Social Learning und Learning Consulting. Ich bin Lisa, ich bin von Elektrobit und meine Hashtags sind Agile Learning, Learning Consultant und Always Curious. Hallo, mein Name ist Klaus, ich bin von Continental und meine Hashtags sind Community Management, Guide Networks und Faltrad. Hallo, mein Name ist René, ich bin von Elektrobit, meine Hashtags sind agile Softwareentwicklung, Softwarecraft und Learnfluencer. Hallo, mein Name ist Susanne. Ich bin von der Technischen Hochschule Wildau und AWO Brandenburg Süd. Meine Hashtags sind New Learning, digitale Barrierefreiheit und Computerspiele, insbesondere mein Test heute Abend. Danke. Dann nehmen wir jetzt wieder ein paar online. Genau, da haben wir die Heike Kaufmann als nächstes. Heike, bist du da? Ja, ich bin da. Hi, bin die Heike. Ich bin von der DATEV aus dem Bereich HR Learning und meine Hashtags sind Soft Skills, DATEV Land und Selbstführung. Danke dir. Dann haben wir den Manuel. Ja, Manuel Schmidt von Festo aus dem Bereich People Development and Learning. Und ich interessiere mich sehr stark für Storytelling, wie wir Lernen, Arbeiten mehr verschmelzen können und generell Learnability. Danke dir. Dann habe ich die Miriam. Miriam? Ja, Miriam Luckert aus dem Verteidigungsministerium. Hallo Patrick, ich grüße dich. Digital. Meine Hashtags sind Yoda natürlich, Agile und militärisches Wissensmanagement. Würde ich mir mal von meinen 100 aussuchen. Ich würde sagen, mit euch hat der Todesstern keine Chance. Dann haben wir die Sabrina. Das ist aber ein schwerer Übergang. Sabrina ist mein Name. Ich habe die Sketchnotes, Working Out Loud und die Graswurzel ausgesucht. Arbeite bei der Sparkasse, bin aber privat hier. Okay, danke dir. Dann machen wir eine noch und dann gibt es am nächsten Tisch. Die Rebecca hätte ich. Ja, hi, ich bin Rebecca von Benden. Ich bin bei der BASF. Meine Hashtags heute sind Facilitation Forever, Community Management und natürlich May the Force be with you. Sehr gut, danke dir. Dann gehen wir, der Hans. Ja, ich bin der Hans, Unternehmensberater für New Work. Meine Hashtags sind Digital Native der dritten Generation und Hybrid Experience. Ja, hallo, ich bin Marina von Siemens Healthineers und meine zwei Hashtags sind Digital Learning und Upskilling. Hallo, mein Name ist Anja Kronbach, ich bin auch von Siemens Healthineers und meine Hashtags sind digitales Lernen und New Ways of Working. Hallo, Antje aus Bruchsal, SEW Eurodrive, Getriebemotoren. Meine Hashtags heute sind agile Zusammenarbeit und hybride Veranstaltung und zum Thema digitales Wanderabzeichen Stadtraten. Hallo, mein Name ist Gabriele. Meine Hashtags sind den digitalen Raum mitgestalten, Digital Life und Wanderlust.
Hallo, ich bin Sandra. Meine Hashtags sind Lernen und Spaß und Digital School Stories. Hallo, mein Name ist Gelinde und ich bin von der Omega Consulting. Ja, meine Hashtags sind Reskilling, generationsübergreifendes Lernen und Camping. Ja, mein Name ist Jean-Claude Baumer. Ich bin auch von der Omega Consulting. Wir sind Nachfolgeberater. Das erklärt auch meinen Hashtag. Das erste ist Wissenstransfer und Wissensmanagement in der Nachfolgelösung. Und das nächste ist Camping und VW-Bus. Danke. Dann schalten wir wieder zu den Online an. Irgendjemand füllt sich gerade sein Wasser auf online, vielleicht muten. Dann habe ich als nächstes den Christoph und wenn mich nicht alles täuscht, dann schalten wir nach Griechenland. Hallo zusammen, Christoph Greitemann von Deutsche Telekom. Genau, ich sitze im Bus, Transfer zum Flughafen, gleich Rückflug nach Frankfurt. Ich hoffe, es klappt alles und wir werden unsere Koffer wiederbekommen. Meine Hashtags sind dementsprechend Sonne und thematisch Magenta-Wiki. Das ist das, was ich in der Telekom initiiert habe und informelles Lernen. Ich hoffe, wenn die Rückreise gut läuft, schaffe ich es, dass ich morgen mit dabei bin. Mal schauen, ob das funktioniert. Wir freuen uns auf dich. Danke dir, Christoph. Dann haben wir den Martin. Martin, die Hand runter. Matthias hätte ich dann als nächstes. Seiler? Jawohl, Matthias Seiler mein Name. DATEV-Mitarbeiter und meine Hashtags sind Wissensmanagement, DATEV lernt und selbstlernende Softwareentwickler und Entwicklerinnen. Genau, perfekt, sehr gut. Vorbildlich. Dann habe ich die Inga noch. Ja, mein Name ist Inga Scheunemann-Seuss. Ich komme von der CITES und meine Hashtags sind Wissenskultur und Need to Share statt Need to Know. Sehr gut. Da gibt es Szenenapplaus, genau. Dann haben wir als letztes noch, bevor wir an den Tisch wieder gehen, die Susanne. Hallo zusammen, ich bin die Susanne von Herget von der Organisation auf Standards GmbH und meine Hashtags heute sind in Bewegung, Digital Learning und alles rund um Data Science, Data Analytics, weil ich da noch gar nicht viel weiß. Okay, danke dir. Damit an Karl-Heinz und den nächsten Tisch. Ja, hallo. Sorry. Mein Name ist Uwe Spangler von der Startkraft AS. Meine Hashtags sind digitales Lernen, digitale Tools und digitales Karaoke. Hallo, mein Name ist Andreas Matern von der Gesellschaft für Wissensmanagement und dementsprechend sind meine Hashtags Wissensmanagement, Knowledge Management Essentials. Und trefft mich morgen in der Wissensmanagement Assembly hier im Raum. Super. Mein Name ist Alfred. Ich komme normalerweise von Audi und bin heute privat hier und morgen auch noch. Und meine drei Hashtags sind Lernen, Machen, Coachen. Ja, hallo. Achim von Mercedes-Benz und ja, meine drei Hashtags sind, muss ich die ablesen, Communities, LernOS-Guide natürlich, ja, und wieder Treffensfreude. Ja, mein Name ist Sven Semmet, komme von der Asima. Meine Hashtags sind künstliche Intelligenz im Lernen und deshalb Raum Yoda, morgen 14 Uhr. Und der dritte Hashtag, Deutsches Rotes Kreuz, dafür kennt ihr mich auch. Ja, ich bin der Marcel von der Continental und meine Hashtags sind Learnify, Content Curation und Hybrid Work. Ja, hallo, ich bin Stefan, ich bin selbstständiger Content Curator und meine Hashtags sind Content Curation Guide, morgen nicht vergessen um 13 Uhr, das war ein längerer, Netzwerk und Vertrauen. Hallo, ich bin Sylvia, ich bin Coach aus Berlin und meine Hashtags sind Nachfolge, Wissensmanagement und lebenslanges Lernen. Ja, hallo, mein Name ist Daniel Patneik, ich bin von der Audi AG. Meine Hashtags sind Aufbau von Wissensmanagement, dann das, was ich vorhin gehört habe, anhaltende Dauerhaftigkeit oder
dauerhaftes Durchhaltevermögen, besser gesagt. Und dann noch, mir ist ziemlich warm. Danke, jetzt gehen wir wieder zu den Onlinern. Genau, die Tina hatte das Feedback geschrieben, wenn die Leute von Teams sich vorstellen, dann hat man in Teams etwas Rückkopplung. Karl-Heinz, vielleicht wenn du auch dein Mikro zumachst, wenn Teams-Ton kommt, dann müsste der eigentlich weg sein. Danke dir. Ich kann auch meins gewesen sein. Als nächstes habe ich den Rico. Ja, ich bin der Rico. Ich komme von der Jakobsschule und IBAW und meine Hashtags sind Wissensausbau, Lernmanagementsysteme und Podcasting. Sehr gut. Dann haben wir den Holger. Holger, du bist auf Mute. Zumindest sieht es bei uns so aus. Jetzt nicht mehr, oder? Ah. Nee. Ja, Holger Frank ist der Name. Die Organisation ist die Bezirksregierung Arnsberg im schönen NRW. Meine Hashtags sind digitale Transformation, lebenslanges Lernen und Verwaltungsrebellen. Danke dir. Bevor der Benjamin kommt, die Tina kann vielleicht mal in den Chat schreiben, ob es besser geworden ist mit der Rückkopplung. Und dann haben wir den Benjamin Wölfel. Genau, Benjamin Wölfel, große Fahrzeugteile. Hashtags sind Just Do It und selbstorganisiertes Lernen. Schönes T-Shirt, danke dir. Die Inga. Ja, ich bin die Inga Geisler. Meine Hashtags, also von der LOA Live Online Academy, meine Hashtags sind Live Online Lernen und hybrides Lernen und Lernen und Arbeiten. Und ich grüße von der Terrasse heute mal nicht aus dem Studio. Ich genieße das. Viele Grüße nach Nürnberg. Sieht toll aus, auf jeden Fall. Danke dir. Dann haben wir die Katrin Falkenstein. Hallo, grüß euch. Ich bin Katrin, bin Personal- und Organisationsentwicklerin bei der FH 1871. Meine Hashtags sind New Way of Ways of Learning, Community Management und Hybrid Working. Du hast dir einen schönen Nachbarn ausgesucht. Leoda gleich neben dir. Dann haben wir noch eine. Dann geht es wieder an die Tische. Christel. Ja, ich bin die Christel Gnam von der Telefonica. Meine Hashtags sind agiles Lernen, Lesen hilft und nur der FCA. Das schickst du nach Nürnberg, das ist ja frech. Karl-Heinz, wo geht's weiter? Hallo, ich bin die Silvia, ich komme von Nestle e.V., einem kleinen Verein. Und meine Hashtags sind Organisationsentwicklung, Wissensmanagement in gemeinnützigen Organisationen und im Ehrenamt. Ja, hallo, ich bin Tanja Laub, ich bin Community-Strategin und meine Hashtags sind Community-Building, gemeinsam wachsen und reiselustig. Hallo, Christina Enderle da Silva, ich komme von der Zeitschrift Wirtschaft und Weiterbildung. Meine Hashtags sind Lernen, Lernen, tatsächlich und wirklich vor Ort und ohne abschrecken zu wollen, Presse. Ja, hallo. Hallo zusammen, ich bin der Thomas, bin so laut, von der SAP, mache da Kundentraining im Subtraining-Bereich. Meine drei Hashtags sind Change Management, IT-Training und LernOS. Hallo, ich bin Seide, auch von der SAP-Training und meine drei Hashtags sind für heute lebenslanges Lernen, neugierig bleiben und hybride Veranstaltungen. Hallo, ich bin Anke Schiffer-Scholet. Ich bin selbstständig, Organisationsentwicklerin und Coach in Mainz. Und meine Hashtags sind Wissenswerkstätten durchführen, Lernguides selber schreiben. Und ich freue mich unglaublich, so viele Kolleginnen und Kollegen hier zu sehen und auch am Bildschirm. Hallo zusammen, ich bin die Christina und zwar von der DATEV und meine Hashtags sind heute, ich freue mich auf diese zwei Tage mit euch hier allen zusammen und der zweite ist Netzwerken und der dritte Tango Argentino tanzen. Einen nehmen wir noch. Ja. Hallo, ich bin der Oliver Grobs von der Energie Baden-Württemberg und meine drei Hashtags Never Stop Learning, ich habe Zeit zum Lernen und Sharing is Caring. Vielleicht nehmen wir noch zwei, nämlich hinten den Magnus und den Benedikt. Das sind ja, nämlich die okay. Zwei, die dafür sorgen, dass der Ton hier im Raum ist. Ja, also wie schon angekündigt, ich bin dieser Magnus Rode, seit Anfang des Jahres
Senior Consultant bei der IPI. Meine Hashtags sind der neue Lernausleitfaden für digitale Zusammenarbeit, Communities, insbesondere Guide- und Multiplikatoren-Netzwerke und natürlich alle Projekte rund um Microsoft 365. Vierter Hashtag, Videoschnitt irgendwie. Ja, Benedikt, auch von Cognion, Kollege von Simon. Meine Hashtags sind Office 365, Filmmaking und bitte heute kein WLAN-Einbruch, konstante Technik. Sehr gut, danke euch beiden. Dann machen wir online weiter, da ist die Miriam die Nächste. Genau, ich bin die Miriam Günther, bin von Karl Storz Endoskopie und meine Hashtags sind einfach anfangen, Learning by Sharing und Community Management. Sehr gut. Dann habe ich den Christopher Hummel. Genau, mein Name ist Christopher Hummel, ich bin von der Telefonica und meine Hashtags sind neugierig, einfach testen und Lernreisen. Sehr gut. Dein Mikro ist zu, Karl-Heinz, oder? Jetzt ist es zu. Sehr gut. Dann die Katharina. Ja, hallo, mein Name ist Katharina Neulden und ich bin eigentlich in Elternzeit und eigentlich nutze ich die Zeit, um gerade meine freiberufliche Tätigkeit aufzubauen. Meine Hashtags sind Liberating Structures, New Work in sozialen Organisationen und Lastenradfahren. Sehr gut, das war die Katharina mit K und dann war noch eine Katharina mit C. Croisier. Genau, hallo, ich bin Katharina Croisier, bin im People and Culture Bereich. Das wäre auch mein erster Hashtag People and Culture bei Medflex. Meine anderen Hashtags sind Captains of Tomorrow und New Work. Sehr gut, dann nehmen wir noch eine. Dann geht es am Tisch weiter, die Pia. Hallo, ich bin die Pia Seppelfricke von der Weiland Group und meine Hashtags sind Community Management, Future of Work und Knowledge Exchange. Danke dir. Und an den Karl-Heinz. Wenn du jetzt ein Stück nach vorn kommst, könnte ich die online auch sehen. Ja, Heiko Stranghöhner von der Firma Städtler hier in Nürnberg, Schreibwarenhersteller. Meine Themen sind Wissensmanagement und speziell Wissensbewahrung und Modern Workplace. Hallo, mein Name ist Leonid Letzner von der Volkswagen AG und ich bin dort in der HR-Digitalisierung und meine Hashtags sind Social Learning, Vernetzung und Podcasts. Hallo, ich bin Simon Qualmann, freiberuflicher Trainer und Dozent. Meine Hashtags sind Microsoft Adoption, hybrides Arbeiten und beim Namen Simon Dückert, wenn er mit Vornamen angesprochen wird, zucke ich sofort zusammen. Hallo, mein Name ist Simone. Ich bin die Simone von der Lernglust und meine Hashtags sind Lernen macht Spaß und Learning Design. Hallo alle, ich bin Daniel Pryor. Ich bin hier, weil ich mich interessiere in Community Management und Digital Workplace und wie die zwei zusammenkommen. Ich bin der Gerd von der SAP und meine Hashtags sind Liberating Structures, Learning Circle Experience. Nächste Ausgabe von der SAP startet im September. Und dem Wetter angemessen Sonne und da muss man nicht nach Griechenland, gibt es auch in Nürnberg. Hallo, ich bin der Oliver von der Magna aus dem Automotivbereich, bin aber heute privat da. Meine Hashtags sind wertschätzen Netzwerken, Communities und Corona-Tiefe. Und ich stecke heute auch hinter dem Twitter-Kanal von der LernOS. Hallo, mein Name ist Marianne Windelband. Ich bin von der LernOS Leadership Crew. Meine Hashtags sind erstens selbstgesteuertes Lernen, zweitens Personal- und Organisationsentwicklung und drittens Stadtwaldglas sammeln. Oh, jetzt würden wir wieder zu den Onlinern umschalten. Genau, da haben wir den Ruben als nächstes. Ja, moin zusammen. Ich bin von der Conti AG. Viele Grüße an die Kollegen am Tisch. Meine Rolle ist Learning Business Partner auf globaler Ebene, auch für die Ausbildung intern zuständig. Und daher sind meine Hashtags auf jeden Fall Social Learning Guides, Learning Enabling und nächstes Jahr muss ich unbedingt vor Ort dabei sein, auch wenn das hybride Setup echt cool funktioniert. Also Respekt, Leute, das ist eine Bombe. Dankeschön.
Das freut uns natürlich. Sehr gut, dann haben wir den Felix, auch aus der Leadership Crew. Ja, genau. Ich bin der Felix, ich bin bei SAP und meine drei Hashtags für heute sind erstens Spielfreude. Es macht unheimlich Freude, auch remote dabei zu sein. Dann Learning Circles und das dritte wäre Unlearning Hierarchy. Wow, das kenne ich ja noch gar nicht. Sehr gut. Dann haben wir die Sibylle Tuschta. Genau, hallo in die Runde. Ich bin Sibylle aus der Südpfalz zugeschaltet heute. Ich bin freiberufliche Expertin für digitales Lernen. Und meine drei Hashtags sind ganzheitliches Online-Lernen, Never Stop Sharing und Hundehühner Hardrock. Okay, danke dir. Dann machen wir auch jetzt eine noch. Dann wieder an die Tische, die Nicole Helmerich. Hallihallo, schöne Grüße aus Lausanne, ganz remote dieses Mal. Ich hoffe, das nächste Mal dabei sein zu können. Meine Hashtags sind Liberating Structures, kommt vorbei, morgen um 10 Uhr, Online-Session, Collaboration und Teams und Nachhaltigkeit. So, dann machen wir hier weiter. Ja, hallo, ich bin Axel von Baruschke Zimmermann. Meine Hashtags sind Organisationsentwicklung, Verankerungsmanagement und sorry an die Bildschirme, Präsenz ist krasser. Hi, ich bin Caroline, Diversity and Transformation bei Dativ und meine Hashtags sind vernetztes Arbeiten, Dativ lernt und morgen 13 Uhr Raum leer. Ich bin der Christian, auch von der Dativ. Dativ lernt mit dem Boris morgen eine Session zum Thema Selbstlernen. Unsere Experience startet schon im Juli. Wir brauchen auch Lerner, die mit uns lernen. Und Digital School Story machen wir morgen eine Session mit Harald. Ja, ich bin der Marco aus Mainz. Meine drei Hashtags sind was mit Social Media, Vanlife und mobiles Arbeiten. Hallo, Sabine, ich bin Präsidentin der Gesellschaft für Wissensmanagement. Meine Hashtags sind Dankeschön, Simon, das geht an dich und dein Orga-Team. Ich finde das großartig, auch an alle Aktiven hier, weil mein zweiter Hashtag ist persönliches Engagement, ohne dem geht's nicht. Und natürlich Wissensmanagement. So, hallo, Armin Wenny, mein Name, HR, Schwerpunkt Personalentwicklung, Robert Bosch GmbH. Schwerpunkt, was gerade auf dem Tisch liegt, ist Enabling Shopfloor. Ja, die vergessen wir häufig. Das Thema Upskilling und das, was ich Radical Positive Transformation Just Do It nenne. Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Andreas Rüger. Ich bin von der HUK Coburg und meine drei Hashtags zum ersten einmal Netzwerken, das zweite wäre der Wissenstransfer und der dritte, last but not least, ja, wie kann ich Softwareentwickler für Knowledge Management begeistern? Sehr gut, dann können wir vielleicht den Kurt noch machen, genau. Der nette junge Mann an der Kamera ist nämlich der Kurt. Jetzt bin ich schon gespannt, wie er sich selber filmt. Kurt, das ist die Challenge. Weiß ich noch nicht so genau. Achtung, Achtung, Achtung. Ich vertraue dir jetzt mal, Magnus. Ich bin Kurt, ich mache gerade mein Master in Change Management und meine drei Hashtags für heute sind Leading Change, Motivation und Digital Change. Super, danke dir. Ja, er macht den Bild, die Close-Up-Kamera. Das heißt, ihr habt alle super Hinterköpfe. Wenn ihr wollt, dass die Leute im Stream euch sehen, müsst ihr zu dem Kurt schauen. So, dann schalten wir wieder um. Genau, machen wir online weiter. Die Sabine ist die Nächste. Ich bin Sabine Richard von der Stadtverwaltung Ludwigsburg und ich mache gerade die Fortbildung bei der IHK Köln für Wissensmanagerin und meine Hashtags sind Knowledge Management in der Verwaltung, man lernt nie aus und Sonne, Hundis und Schwimmen. Super, danke dir. Dann haben wir den Florian. Hi, ich bin Florian aus Hamburg. Meine Hashtags sind Wikis und Dank Hybrid und trotz Corona positiv. Okay. Sonst wärst du hier gewesen? Ja. Ja, die Community ist sehr verantwortungsvoll. Sind viele tatsächlich daheim geblieben, weil sie positiven Test hatten. Also finde ich auch super. Genau, dann machen wir weiter. Ja, genau, 10. Applaus dafür. Der Max haben wir als Nächstes.
Hallo zusammen, ich bin von der Schweizerischen Post aus Bern. Meine Hashtags sind Open Badges, Learning Community und heute so einarmige Bandit. Was hast du angestellt? Ich musste die Schulter einen Muskel trennen lassen und neu annähen und übel, aber es geht, kann auch mit links mausen. Warum hast du den Muskel abgemacht vorher? dann haben wir den Martin Hanisch. Ja, ich hoffe, ihr hört mich jetzt. Mein Name ist Martin Hanisch, ich arbeite beim Datenverarbeitungszentrum in Mecklenburg-Vorpommern, bin aber heute privat hier. Und meine Schlagworte sind Wissensmanagement, Wikis und lebenslanges Lernen. Sehr gut, danke dir. Dann die Miriam. Hallo in die Runde, ich bin Miriam Meyer. Ich bin heute der digitale Counterpart von Katharina Lobeck im Publikum bei euch. Und meine Hashtags sind Lerncommunities, Learning Circles, Digital Pioneers und auf jeden Fall Begeisterung für Hybrid auf Augenhöhe. Ich finde, das klappt bisher ganz wunderbar. Also großen Applaus an alle. Ist auch spannend. Ja. Spannende Hybrid-Variante. Eine ist hier und eine ist online. Ja, auch nicht schlecht. Dann machen wir einen noch oder eine und dann machen wir wieder den Tisch. Die Madeleine ist bei mir als nächstes. Hallihallo, Madeleine aus Egen bei Liebherr. Meine Hashtags sind Radical Collaboration, Mindfulness und Backpacking. Grüße an die Mainzer im Raum, das ist nämlich meine Heimat. Sehr schön. Wer ist Mainzer? Hand heben. Zwei Mainzer und Mainzerinnen sehe ich. Zweieinhalb. Karl-Heinz. So, dann machen wir hier weiter. Mein Name ist Frank Gehrig. Ich bin freiberuflicher Coach und Trainer im agilen Bereich. Mein erstes Hashtag ist hybrides Experimentieren, was ich hier hervorragend kann. Das zweite ist kooperatives Spielen, was wir gebrauchen könnten, auch im Business. Und das dritte war, was ich gestern gelernt habe, Win, Win, Win. Hallo, Katharina Lobeck von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Hallo Mirjam. Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ich habe nicht gesagt, was ich mache, ne? Teamlead für Wissensmanagement und organisationales Lernen. Meine Hashtags heute, informelle Netzwerke und Communities, Environmental Grief und Abiball. Hallo, ich bin die Sigrid Biedermann. Ich arbeite in der Bank-IT als Produktmanagerin, bin aber privat hier. Meine Hashtags sind agiles Arbeiten, CX-Systeme, Customer Experience-Systeme und Circles sind für mich Energieräume. Hallo, Achim Falk bei der Rummelsberger Diakonie. Hashtag Leben, Hashtag Lernen und Hashtag Respekt. Hallo, ich bin die Christine. Ich komme auch von der evangelischen Kirche, Blick Richtung Gemeindeberatung. Deswegen interessiert mich, Lerncommunities organisieren und sie lustig und lebendig weitergestalten. Oliver Fleischmann, ich arbeite bei SEW Eurodrive im Bereich Produkttraining, Wissensmanagement. Meine Hashtags sind lebenslanges Lernen und Mobile Work. Und ihr findet Frank und mich auch am Infodesk. Dankeschön. Katrin Mentele vom LernOS Sketchnoting Guide. Das ist auch mein erster Hashtag. Der zweite Hashtag endlich live und hybrid, weil ich das erste Mal jetzt so vor Ort dabei bin und mich total freue. Und das dritte, leider auch nur für diejenigen vor Ort, Kekse sind der bessere Kuchen. Und großer Applaus für das Live-Sketchnoting. Sehr cool. Dann haben wir online die Susanne. Wenn die Susanne Gerlich gemeint ist, es gibt vielleicht ja noch mehr, weiß ich nicht. Ich bin die Susanne Gerlich, die auch in der Stadtverwaltung Ludwigsburg arbeitet, mit der Sabine Richard zusammen, gerade das Wissensmanagement aufbaue. Deshalb unser großes Interesse einfach an dem Thema. Und dann interessieren mich noch neue Lernmethoden und die Motivation der Mitarbeiter, wie ich das dann im Laufen halte, dass die sich dann selber um ihr das Lernen kümmern. Danke dir. Dann haben wir den Rainer.
Ja, hallo, ich bin der Rainer aus München. Ich bin jetzt schon seit dem letzten Jahrtausend Wissensmanager und habe da auch vor etwa 15 oder noch mehr Jahren den Simon bei der Notec kennengelernt. Heute arbeite ich bei InterSuccess im Bereich Change and Adoption und da auch gleich mein erster Hashtag dazu. Change braucht Wissen und Lernen. Zweiter Hashtag, digitale Zusammenarbeit. Dazu gibt es morgen eine Session mit Nicole, Magnus und noch ein paar anderen. Und der dritte Hashtag ist Social Learning. Du hast einen ziemlich coolen Hybrid-Hintergrund, finde ich. Und man sieht einen kleinen gelben Ausschnitt im Videobild, dass er schon bei der LostCamp 2019 dabei war. Sehr schön. Ja, dann haben wir die Mareike als nächstes. Mareike Lang. Genau, ich bin selbstständige Trainerin und Coach. Meine Hashtags sind Podcast, New Learning und Learning Convention. Du sprichst schon ins richtige Podcasting-Mikrofon, oder? Ja, ja. Wer kann, der kann, ja. Dann machen wir die Daniela noch und dann gehen wir wieder an den Tisch. Hi, mein Name ist Daniela Hügle. Ich bin auch von der Coburg Versicherungsgruppe. Grüße an den Andi vor Ort. ich kann da auch nicht heute vor Ort sein, das nächste Mal dann sehr gerne. Meine Hashtags sind Change Management, Knowledge Management im Sinne der Agilität und Communication. Danke dir. Und der nächste Tisch hier vorne. Drehe ich mich mal. Servus, ich bin Andreas Lenz von der DATEG. Bin da im IT-Arbeitsplatz und Lifecycle-Management. Meine Hashtags sind Lernen, Netzwerken und Last-Minute-Ticket. Danke, Simon. Ich bin der Georg Holzknecht von der TÜS Systems in Bonn, dort im Learning and Development-Bereich für Communities zuständig. Meine drei Hashtags sind mit selbstorganisierten Communities die Welt retten. Internationaler Community-Tag, Oktober der 8. jedes Jahr. Und urlaubsreif. Nächste Woche drei Wochen die Insel. Bitte. Ich bin der Simon von der DATEV HR Learning und meine drei Hashtags sind erstens M365 und Lernen verbinden, Gemma und gerne draußen unterwegs. Hallo, mein Name ist Mira von der DATEV EG, HR Learning Bereich. Meine drei Hashtags sind hybride Settings, Lernbegleitung, Lerncoaching und später gibt es noch ein Eis. Hallo, ich bin Anja Lommert von Continental, Digital Workspace Change Managerin und meine Hashtags sind Leading Change, Social Learning und mobiles Arbeiten / Vanlife. Hallo, ich bin die Antonia Petersmeier von der Deutschen Telekom und meine Hashtags sind New Work, systemisches Coaching und Visualisierung. Hallo, Jochen Fender von der Deutschen Telekom. Ich habe meine Hashtags ungefähr gefühlt 25 Mal hin und her gewürfelt und bei denen bin ich jetzt gelandet. Menschen stärken, Communities aufbauen und Musik machen. Ja, hallo, Birgit Weiß, mein Name von der DATEV EG, auch aus dem Bereich Agile Learning. Und meine drei Hashtags für heute sind vor allem Vorbild sein, miteinander lernen und Führung weiterdenken. Dankeschön. Jetzt schalten wir wieder um zu den Onlinern. Genau, da machen wir jetzt drei Stück, nämlich den David als erstes. So, wie ihr seht, ich melde mich virtuell aus dem Stadion des amtierenden Europa-League-Siegers. Meine Heimat, aber jetzt wohne ich in Oberasbach bei Fürth-Nürnberg und arbeite bei der DATEV. Und meine, was ich mache, ich bin IT-Admin und Scrum Master. Meine drei Hashtags sind DATEV lernt, LernOS, Newbie und Präsenz ist tatsächlich krasser, wie da eine Kollegin schon gesagt hatte. Deshalb fahre ich morgen dann auch für den zweiten Tag mit meiner Yamaha nach Nürnberg auf die Burg und bin dann bei euch. Und grüße ganz lieb meine DATEV-Kollegen und Kolleginnen. Sehr cool, wir freuen uns auf dich morgen. Dann haben wir die Christina. Hallo, also ich hoffe, wurde ich gemeint, Christina mit K? Ja, du bist die einzige Christina. Okay,
Schöne Grüße aus Spanien und Grüße auch an alle von GFWM, die da vor Ort sind. Also ich bin auch im Vorstand von Gesellschaft für Wissensmanagement, bin eine selbstständige Organisationsentwicklerin und Kompetenzentwicklerin. Meine Hashtags sind natürlich die Themen Wissensmanagement, praxistaugliche Methoden, Tools und interkulturelle Kommunikation. Danke dir. Und den Andreas machen wir noch. Dann gehen wir an den Tisch hier wieder. Ja, hallo zusammen. Andreas Schmeidl vom Bayerischen Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. Meine beiden Hashtags sind Digitalisierung in der Schulentwicklung und ein harter, steiniger Weg. Sehr schön, danke dir. Szenenapplaus hier. Karl-Heinz. Hallo zusammen, Marie Werkhausen von der IFM Elektronik und arbeite im Wissensmanagement. Meine Hashtags für heute sind Collaboration mit M365, Wikis auf jeden Fall und Key-User. Hi, mein Name ist Rachel und ich bin von Avilox aus Leipzig. Meine Hashtags sind lernende Organisation. Hört man mich gut? Ja. Lernende Organisation M365 und das reicht erstmal. Vielleicht noch gerade genesen und nicht so gute Stimme. Hi, ich bin Janina Köhler von der Autobahn Südwest. Bin dort fürs Wissensmanagement zuständig und meine Hashtags sind Wissenstransfer, Wissen teilen ist Macht und Unternehmenskultur. Mein Name ist Otto, selbstständig, Hashtags, mach's konkret zum Anfassen, mach's messbar, mach's mit Datenschutz. Hallo, Gerti, ich bin am Berufskolleg Borken und dort ist der Weg weniger steinig. Und grüße die Kollegen und grüße Mareike Lang, die sich gerade gemeldet hat. Und meine Hashtags sind Mediencafés, sind Lernlandkarten und sind urlaublich weiterbilden. Hallo zusammen, Stefanie von der Continental AG, dort Community Managerin im Bereich Digital Workspace. Und meine Hashtags sind Beziehungs- und Community-Gestaltung, Hybrid Guides und Bewegung begeistert. Hallo, ich bin Alessa, ich komme von der Stadt Wolfsburg und meine Hashtags sind vernetztes Lernen und Arbeiten, Digital Leadership und Neugier. Hallo zusammen, ich bin die Kybra, auch von der IFM Elektronik GmbH im Bereich User Adaption und Change Management. Meine drei Hashtags sind Transformationsdesign, Kulturentwicklung und gemeinsamen Richtungssinn schaffen. So, ich glaube, wir haben hier im Saal alle erreicht oder hat jemand noch nichts gesagt? Wer? Da wird gezeigt auf jemand. Du warst noch nicht dran, höre ich gerade. Der Olli. Doch, also. War schon. Da wird nochmal gezeigt. Ah, die Nadine. Die wollte sich da so verstecken vor dem schwarzen Stehtisch mit dem schwarzen Shirt. Hallo, ich bin die Nadine. Ich bin jetzt auch da. Hashtag endlich auch da. Und Klassentreffen. Und der dritte Hashtag auch, Klassentreffen. So, dann übergeben wir noch an die Onliner. Vielleicht gibt es bei euch ja auch noch welche, die noch nicht dran waren. Genau, da haben wir den Gerard, wahrscheinlich. Jawohl, hallo zusammen, Gerard auf Französisch, sorry für den Akzent. Ich bin da privat, ich begrüße ganz besonders meine Kollegen aus der Schweiz, eine von Lausanne, die andere von der Post, ich weiß nicht wo. Ich sitze da selber in den Walliser Berge Richtung Italien. Und meine Hashtags sind natürlich Wandern in so einer schönen Region und Veränderung und Optimismus. Merci. Danke dir. Dann haben wir den Thomas als nächstes. Wagner. Ja,
Ich bin der Thomas, Thomas Wagner aus Ulm. Ich bin selbstständig in der IT und meine Hashtags, ich brenne für selbststeuernde Teams. Ich möchte wissen, wie lerne ich von Kollegen? Und ganz herzlichen Dank für Hybrid an alle vor Ort. Danke dir. Da gibt es einen Applaus, okay. Der Magnus war's. Magnus hat ja applaudiert, Thomas. Dann haben wir den Simon Roderus. Hallo, freue mich dabei zu sein. Mein Name ist Simon Roderus. Ich traue es mich kaum zu sagen. DATEV EG, HR Learning, also Weiterbildung. Meine drei Hashtags sind Lerntransfer, persönliches Wissensmanagement und agiles Lernen. Danke dir. Und die Veronika? Ja, hallo aus München. Veronika Sweet, systemisches Change Management und Hochschuldozentin. Und meine Hashtags sind Lernen vom Change, Lernen mit H und gespannt auf das Paket heute Abend. Ah, sehr gut. Dann haben wir den Bernd noch. Hallo zusammen, Bernd Beck aus Luzern. Ich bin Product Owner und LMS Lead Consultant bei der TTS GmbH. Meine Hashtags wären neue Lernwelt, wo ich mich sehr stark damit beschäftige. Blickwinkel, Hashtag 2 wäre Blickwinkel Systeme, Menschen, Prozesse. Und Hashtag 3 wäre, ich muss das kurz vorlesen, freue mich dabei zu sein, wäre gern physisch dabei, es sieht gut aus bei euch. Danke für die Blumen. Dann haben wir die Tina noch. Hallo, live aus Österreich. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Also auch da danke für die hybride Lösung. Ich bin bei der TGW, das ist eine Intralogistikfirma. Und ich bin dort für Knowledge Management zuständig. Und meine Hashtags sind Experience, Inspire and Connect und Seilspringen Rules. Okay, danke dir. Und dann haben wir, wenn online jetzt noch jemand ist, der sich nicht vorgestellt hat, außer dem Jöran die Hand noch heben, weil sonst habe ich nur noch den Jöran online als Letzten. Nur noch Jöran. Ich freue mich total, dabei zu sein. Meine Hashtags, mein Name hat Simon ja schon gesagt, sind Kultur des Teilens, braucht zweitens ein Handwerkszeug des Teilens und mein dritter Hashtag für heute ist Lightning Talk. Ja, da sehen wir dich nachher gleich wieder. Sehr schön, danke dir. Damit sind wir durch. Alles sind vorgestellt. Jetzt würde ich euch noch gerne erklären, warum so eine Vorstellungsrunde bei so einem Barcamp wichtig ist. Na, die ist deswegen wichtig, weil ihr euch natürlich nicht alle untereinander kennt. Klar, Nadine sagt Klassentreffen, viele kennen sich, aber viele auch noch nicht. Und so eine Veranstaltung soll ja eigentlich auch das tun, was in den letzten 2 Jahren so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Nämlich auch Leute kennenzulernen, die man bisher noch nicht kannte. Die man vielleicht das gleiche Thema haben wie man selbst, die vielleicht jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt, der ein ähnliches Projekt macht wie man selbst. Und das wollen wir natürlich jetzt auch ermöglichen. Ihr habt euch hoffentlich die Hashtags gemerkt von den Leuten, mit denen ihr gern heute Abend sprechen wollt. Genau, da wird überall genickt. Sehr gut. Wir haben uns überlegt, wie kann man das denn in Hybrid machen? Ja, jetzt hier vor Ort, wir gehen dann nachher essen zusammen, wir sind dann heute Abend hier. Ihr seid hoffentlich auch dabei beim Abendprogramm. Und da würde ich jetzt ganz kurz mal meinen Bildschirm teilen noch mit euch. Wir haben uns für Slack als Tool entschieden, weil Slack ein ziemlich cooles Feature unserer Meinung hat, was viele andere Tools nicht bieten. Und zwar im Orga-Team relativ schnell klar, dass die Tools, die wir jetzt in den letzten 2 Jahren verwendet haben, das war einmal Remo und einmal WorkAdventure, so 2D-Tools, in denen man so rumlaufen, an Tische sitzen konnte, dass das im Hybriden wahrscheinlich nicht mehr das richtige Tool ist. Für euch remote vielleicht schon, für euch hier vor Ort wahrscheinlich nicht, weil ihr keine Lust habt, den Rechner die ganze Zeit rumzuschleppen und euch irgendwie mit der Maus auf irgendeiner Landkarte zu bewegen, wo ihr gerade seid. Ja, deswegen haben wir uns überlegt, wie kann man das machen? Corona-Zeit war Clubhouse-Zeit. Viele von euch waren vielleicht in Clubhouse und haben die Vorzüge des Audio-Chats kennengelernt. Vielleicht waren manche Leute von euch bei dem Audio-Barcamp dabei oder waren schon mal auf Twitter-Spaces. Ja, also wir haben so gesagt, das, was jeder in der Hosentasche hat, ist ein Smartphone. An so ein Smartphone kann man mit wenig Aufwand ein Headset dran tun. Damit kann man telefonieren, damit kann man aber auch in Audio-Chats gehen. No, und das Feature, was Slack bietet, sind sogenannte Slack-Huddles. Huddle ist, glaube ich, Englisch, weiß nicht, ist native da. Ich glaube, das heißt so sich vermengen oder aufhäufen, so Gemenge, Gerede. No, das heißt, innerhalb von Slack kann man solche Audio-Chats machen.
Und wir haben jetzt verschiedene Kanäle, wo das dann passieren kann. Ich würde euch bitten, da nicht reinzugehen, sonst haben wir wahrscheinlich gleich wildes Gewusel. Und das ist so ein bisschen versteckt, deswegen zeige ich es einmal. Ich habe es jetzt hier bei mir auf dem Desktop, in der Desktop-Version offen. Das sieht man hier ganz unten klein bei den Kanälen, die so ein Huddle ermöglichen, ein Lautsprechersymbol, ein Headset-Symbol. Sobald der erste da draufklickt, jetzt zum Beispiel im Allgemeinkanal, und das ist so die Idee, das ist so der große Raum, da können erstmal viele sein und sprechen und danach kann man sich in kleinere Räume verkrümeln, wird ein Huddle gestartet im Kanal, es wird ein Post in dem Kanal abgesetzt und da steht dann drin, es läuft gerade ein Huddle. Wenn Karl-Heinz, wenn du den startest, steht da, du bist alleine und dann kommt vielleicht jemand Zweites dazu, jemand Drittes, dann kann man untereinander sprechen. Na, also der Allgemeinkanal ist quasi mit so einer Huddle-Funktion versehen. Wir haben auch schon alle Assemblies, also die vier Assembly-Kanäle, das sind hier vor Ort Tische erstmal, an die man sich setzen kann und sprechen kann. Also auch wenn ich auf so einen Assembly-Kanal jetzt gehe, dann habe ich da auch dieses Feature. Und es gibt, wenn ihr auf den Kanal Browser geht, also für alle, die im Vorab-Web-Konferenz nicht dabei waren, die Channels, die ihr hier seht, sind die, denen ihr beigetreten seid. Ihr habt hier oben die Möglichkeit, euch alle Channels anzeigen zu lassen. Und da haben wir einfach mal Kanäle angelegt, die mit Sofa anfangen. Da gibt es die imperiale Raumfähre und den Millennium-Falken und den Todesstern. Slack ist aber so eingerichtet, dass ihr jederzeit auch eigene Kanäle anlegen könnt. Also ich habe gerade in dem Suche-Bieter gesehen, da hat jemand geschrieben, hat jemand Lust, sich zu Office 365 auszutauschen. Ihr könnt jederzeit hier unten über Kanal hinzufügen, einen neuen Kanal erstellen und alle Kanäle, die ihr erstellt, haben automatisch auch dieses Huddle-Feature. Also da kann man dann auch drin sprechen, wenn man möchte. Damit es einfach auffindbar ist, nennt vielleicht die Kanäle, in denen gesprochen werden kann, dann Sofas. Ne? Das ist so die Metapher, man setzt sich aufs Sofa und spricht da zusammen. Wenn ihr wollt, dass da Leute hinkommen, macht vielleicht ein kleines Announcement im Allgemeinkanal. Ne? So, was weiß ich, wir sprechen 19.30 Uhr zum Thema Podcast in Office 365. Die Usability-Experten werden es schon wissen oder vermuten. Moment, ich muss hier erstmal weg. Wie kann ich hier weg? Neuen Kanal erstellen. Da, das brauche ich nicht mehr. Also allen Usability-Experten ist es klar. Das Feature, was in der Desktop-App und im Web hier unten links ist, ist in der Mobil-App oben rechts. Keine Ahnung warum, aber ist so. Also wenn ihr es auf dem Mobile habt, dann habt ihr es quasi oben rechts. Sinnvoll, also könnt ihr jederzeit auch draußen. Ich hatte letzte Woche mit Hans, wir haben mit dem Auto gesprochen, ich habe mal am Fahrrad gesprochen. Das geht einwandfrei, also man kann sich dann auch draußen in den Garten setzen. Sinnvoll ist halt ein Headset oder so ein Ohrstöpsel oder irgendwas zu haben, dass die Tonqualität taugt. Genau, das ist sozusagen mal das. Dann haben wir fürs Abendprogramm vielleicht noch ganz kurz, da machen wir um 19 Uhr nochmal so eine Teams-Session auf, wo wir das Abendprogramm erklären, was da so alles stattfindet. Ne, da gibt es so einen Mindtest, LAN-Party-Raum und wir gibt so einen Online-Raum, wo man Musik hören kann, wo man auch einen Film auch zeigen. Das werden wir aber alles nochmal erklären. 19 Uhr würden wir uns in Teams wieder treffen. Von 18 bis 19 Uhr, für die, die hier vor Ort dabei sind, ist das Essen. Das ist unten in der Jugendherberge im Restaurant. Also das heißt, ihr müsst raus, so durch den Eingang vorne rein. Dafür braucht ihr diese Dinger hier, die ich vorhin hochgehalten habe. Der Frank hat welche hier in der Hand. Also wer noch keinen hat, zu dem Frank hingehen und sich so ein Teil holen, weil die müsst ihr unten zeigen, damit ihr ein Essen bekommt. Genau, das ist, glaube ich, für jetzt erstmal alles. Dann hätten wir wahrscheinlich so 5 Minuten Pause nochmal, wenn ich auf die Uhr schaue. Hier ist sie, genau, 16:54. Um 17 Uhr starten wir mit den Lightning Talks. Der erste Lightning Talk wird eine Erklärung sein, was Lightning Talks überhaupt sind und dann geht's los, wobei Lightning Talk ist ein sehr einfaches Format. Also wer mag, holt euch gerne nochmal zu trinken, aber geht vielleicht nicht ganz den Burggraben ab, weil dann seid ihr nicht mehr pünktlich da um 17 Uhr. Ja, bis gleich.